So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von City Skylines. Und wir starten gleich relativ stark mit einem weiteren Ausbauprojekt. Wir haben hier gerade wieder nicht genügend Käufer für Produkte, nicht genügend Rohstoffe. Wir haben hier gerade wieder Meldungen. Nicht genügend Käufer für Produkte. Wir hatten noch das Thema eben eigentlich geklärt. Kranke Bürger, ja, das ist okay. Das ist auch noch, muss ja halbwegs sein. Auch irgendwas, nö. Ja, also wir müssen irgendwann nochmal ein Gewerbegebiet ausbauen. Im ersten Zug wollen wir jetzt hier mal Geld verdienen und eine Sache ausbauen. Wir fangen als erstes mit dem Tool hier vorne an. Es wird hier gerade hell. Obwohl, doch, eine Sache mache ich. Und zwar wähle ich hier den aus, sagen Load. Das wäre immer noch stockefinster, das ist eher so gräulicher. Nehmen wir das mal. Denn wir hatten hier hinten die Autobahn gebaut. Die verlängere ich jetzt kurz. Ein Stückchen. Also nur ein Stück. Ja, nicht viel. Zack, zack. Denn dann können wir noch einen Turm verlängern. Und das auch. Und dann machen wir bis da vorne das einfach mal. Habe ich das denn eben hingekriegt mit dem? Das sieht doch gut aus. So, dann haben wir hier wenigstens schon mal den Ansatz, das hier vollständig auszubauen. Okay, wir hatten ein Stück gerade vorher drin. Bevor wir hier drauf gegangen sind. Das haben wir jetzt halt ein bisschen verändert. Und dann müssen wir hier wieder runter. Beziehungsweise da mit hoch. Den da auch einmal mit hoch. So, genau, das ist so ungefähr der Plan, den ich jetzt hierfür habe. Dass wir hier... Nö. Achso. Dass wir hier erstmal ein paar Stücken ausbauen, weil dann können wir hier nämlich parallel die Autobahn langlegen. Ohne Probleme. Die Autobahn, die Eisenbahn, so. Du hast den da, den Checkpoint. Das heißt, den haben wir auch. Zack. Ja, also irgendwie schaffen wir die Dinger dann doch so. Entweder halt auf die eine oder andere Weise. Aber im letzten Fall bleibt ja eigentlich noch die eine. Achso, das geht ja hier aufwärts, ne?
Ja, dann, was ist denn hier bitte? Achso, die schauen sich nur, weil es da zusammen war. Genau, dann hätten wir hier nämlich die Möglichkeit, erstmal ein paar Auf- und Ausfahrten zu bauen. Das würden wir noch ein bisschen verlängern. Aber, das heißt, die Eisenbahn muss im vorderen Bereich lang. Wenn wir hier die Schleife haben, wir hätten hier beispielsweise noch eine Auffahrt. Genau, da müssen wir hier lang. Als Beispiel jetzt gesehen. Müssten wir einmal... Da mache ich hier mal ein Abzweig, damit wir da einfach nur einen Pfeiler haben. Also nichts anderes. Hallo, dazwischen ist auch noch einer. So. Und dann gehen wir hier mal fleißig weiter runter. Ja, und dann gehen wir hier jetzt einfach hinten drum und dann haben wir das hier. Ach, der hat eine 15er Höhe. Ach, lol. Können wir den ja hier von der Höhe lassen. Das ist ja fast ideal. Dann gehen wir jetzt hier einfach nochmal ein, zwei runter, je nachdem, was wir hier für Parts haben. Ja. So, das heißt also, wir haben die Strecke fertig. Jetzt gehen wir da oben drauf und wir hätten unsere... Ne, wir hätten die noch gar nicht. Die ist ja gar nicht angeschlossen bis jetzt. Okay, aber es nähert sich ja alles so langsam doch den vollendeten Zügen. Das heißt also, hier können wir dann einmal um die Ecke. Ich baue das jetzt hier erstmal provisorisch weiter. Also ich baue hier erstmal einen Knick rein, dass wir wissen, ab da könnte es anders laufen. Dann zack. Der Zug ist hängen geblieben. Dann, wo ist der Bahnhof gewesen? Wo ist die Eisenbahn? Da. Und dann sagen wir halt ab einem dieser Gleise. Wir minimieren. Ja. Ist da, ist da. Bis dort und das Ganze zurück. So, kurz angehalten und dann löschen wir die Linie, die hier oben jetzt derzeit ist. Linie löschen. Kehrt zur Feuerwache. Wieso ist das eine Feuerwache da eigentlich? Ich hab den noch nicht verstanden. Ah, hier oben haben wir halt auch wieder einen.
Ja. Das ist sogar der, den wir... Nee, das ist ein Erweit... LOL, den kenne ich noch gar nicht. Mit 4 Triebwagen. Okay. Triebköpfen. Das ist nicht unser. Aber der sieht auch geil aus. Einfach der Doppeldecker ganz normal. Halt als Triebzug. Oh ja, das ist schön. Vor allem viel besser, finde ich. Hier fährt noch einer. Ach, hier fährt so ein Highspeed-Zug. Viel besser finde ich jetzt, dass wir allgemein als allererstes hier mal die Linie überhaupt oder das Gebiet erstmalig weiter mit angeschlossen haben. Bislang war das ja immer so relativ eng, das Problem, so, ja, wie kriegen wir das jetzt und hier und und hast du da und ne, das war immer so beschissen. Oh, da haben wir noch einen. Ja, wir haben einfach 2 Stück von denen auf der Linie. Wie viel fährt er mittlerweile? 76. Genau, hier laufen auch Leute lang. Das heißt, wir setzen, damit das Ganze hier läuft, eine Buslinie, die genau da anfängt. Oh, hier haben wir ja noch nicht mal irgendwas anderes. Oh, ist das krass. Krass, ey. So, dann fahren wir da rein. Zack. Und dann fahren wir hier auch mal mit einem rein. Der macht dann halt hier so das Gebiet erstmalig. Noch nichts, das heißt also, wir werden jetzt hier dafür mal sorgen, dass hier etwas Verkehr reinkommt in das Ganze. Lol, wir haben ja hier 2 Bahnhöfe in fast unmittelbarer Nähe, fällt mir gerade auf. Ja, genau. Also wir haben jetzt hier erstmal einen kleinen Trieb, den wir aufrecht halten können. Weiter geht's natürlich dann... Okay, ziemlich viel Verkehr immer noch. Weiter würde es jetzt hier mitgehen, dass wir sagen, da bauen wir jetzt die Ausfahrt an. Aber wir hatten ja auch hier das Problem, dass wir beispielsweise nicht genügend Güter haben. Jetzt ist derzeit genügend Anschluss. Okay, nicht genügend Güter. Das heißt also, wir gucken uns diese Situation hier mal an. Hier fahren Züge rein, hier fahren Züge raus. Das ist okay. Was wir hier auch machen werden, ist ein Ausbau. Ich stelle mal die Zeit kurz ein bisschen zurück, damit es einfach heller ist. Genau, und zwar werden wir dann hier... Dann werden wir ja noch daneben
Ja, wir ziehen das hier kurz mal so ein Tucken. So. So, das heißt also, da könnten Autos auch noch lang. Und dann hätten wir noch ein weiteres Gebiet. Alternativ könnte man das Ganze natürlich hier bis nach da verlagern, dass man hier noch so eine Containerbrücke dazwischen kriegen könnte. Sollte. Machen wir mal nicht. Wie viel hatten wir jetzt hier vorne? Wahrscheinlich eine 7, ne? Ja. Jetzt haben wir hier 8. Ja, passt ja so halbwegs. Es sieht nicht schlecht aus. Das kann man verraten und dann kann man hier im Notfall auch noch mal hier zwischen. Höhe zu hoch? Was? Nee. Ich will auf dem Boden bauen. Kann man notfalls auch mal hier noch eine Straße langlegen. Genau daneben. Und dann hat man das. So genau, die fahren ja hier alle irgendwie erstmal kreuz und quer. Da hinten hatten wir einen Bahnhof, da hatten wir einen Bahnhof. Dann hatten wir da oben ein paar Gleise. Und was darf natürlich nicht fehlen, woanders auch noch ein paar Gleise. Und damit das halt funktioniert, helfen wir jetzt hier nochmal nach. Beziehungsweise, wir nehmen hier sogar die Einzelgleise. Die kann man im Notfall halt auch nochmal anders verlegen als anderes jetzt hier. So. So, wir bauen das hier nochmal um. Und zwar geht nämlich dieser Abschnitt hier noch gerade. Und dieser Abschnitt geht erst runter. Kann man hier unten noch einfach kurz ein Stückchen weiter die Schienen durchlegen. Wenn man denn Lust hat. Nein. So. Hallo? Da. So, safe anhalten. Wegreißen und einfach wieder dran bauen. Nur mit einem anderen Auffahrtspunkt. Dann ist das Ganze schon wieder fast rosig. Ja.
es jetzt vielleicht nicht so cool, wenn man das so kurz um die Kurve gehen lässt. Also da müssen wir doch schon mal was Längeres machen. Sowas beispielsweise, ne? Dann haben wir hier erstmal so einen kleinen Bahnhof, wo man dann halt mal was zwischenparken kann oder nicht. Und dann gehen wir darum. Ja, so ist das doch schön. Dann haben wir hier überall Anschlüsse. Mehr oder weniger. So, schieben wir zurück. Das würde das ändern. Okay, dann lassen wir das jetzt so. Genau, Gleise, Gleise, Gleise. Und dann bauen wir hier hinten noch einen Bahnhof ein. Wie viel Abstand hat der? 8. Bin gespannt, ob wir das schaffen. Wir waren jetzt 8. Das muss ja schon hier geblieben sein. Athener Bahnhof. Ah. Das könnte eng werden. Ich gehe trotzdem mal lieber einen hoch. Einfach nur, weil wir dann sicher sind, dass das alles auch passt und nicht irgendwie komisch aussieht. Ja, es ist hier ein nicht verbundenes Stromnetz da, das wissen wir. Danke, Spiel. Genau das hatten wir, das funktioniert. Dann bauen wir mal sowas dazwischen. Dann kann ein Zug oder eine Lok hier mal zwischenparken. Dann sind wir hier auch mega glücklich. Weil dann halt auch Verkehr anders abgeleitet werden kann, wenn er will. Er muss nicht, er kann einfach. Jo. Das passt auch. Zack. Haben wir das auch.
So ist das doch schon mal geil. So haben wir hier noch ein bisschen Platz, was wir ausbauen können. Und dann kann halt auch im Notfall, also im schlimmsten Notfall, kann das Ganze ja auch noch so laufen. So, ich mache hier einfach mal per Eisenbahn kurz unser Stromnetz. Also kriegen wir dann nämlich auch zwischen den Bahnhöfen einfach Strom, auch wenn hier keine Gebäude mehr stehen, haben wir dann einfach den Strom, der hier angeschlossen ist. Und das ist dann schon geil. So, damit es noch besser wird, müssen wir anschließen, was geht. Vielleicht kriegen wir dann ja auch Züge rein. Das wäre zu schön. Das wäre echt zu schön. So, genau, dann haben wir aber hier hinten die Straße im Nirgendwo enden. In dem Fall mit 11. Gerne schon das Teil da unten. Ja, gucket an, da haben wir's. Fuß ist da, der ist da. Vielleicht kann man hier noch mal den ein oder anderen Meter runtergehen. Das ist jetzt hier doch Verarsche. Nö, wir kriegen hier auch keine. Keinen Pfeiler rein. Wieso bekomme ich denn hier nicht mal einen Pfeiler mehr rein? Okay, 9. Ja. So. Ja.
Zack. Zack. Und et voilà. Ebola. Dann kopieren wir den jetzt. Oder auch nicht. Okay, also irgendwo ist hier ein kleines Problem. Wo genau? Ich kann es nicht sagen. So. Jo, jetzt haben wir sie doch. Das ist das, was man die ganze Zeit haben wollte. Und jetzt kann man hier halt noch eine Auffahrt drauf machen. Auf die Brücke. Wenn man das getan hat, ist man hier fertig. Was ist das denn? Achso, Junction and Fastline, nein. Das sieht schon mal cool aus. Ist ein bisschen lang, ne? Dafür will er wie viel haben? $733. Das geht aber noch für sowas. Also da sage ich dann auch mal... Ja, das kriegt man noch hin. Auch ohne Geld. Aber cool gemacht. Aber gerade nichts für uns. Weil das passt einfach hier von der Größe nicht rein. Also das heißt, wir müssen hier erstmal eine Alternativlösung finden, wie sowas. Oder sowas ist natürlich einfacher. Damit hier dann überhaupt Fahrzeuge langkommen. Beziehungsweise... Ich hasse das Ganze. Was habe ich denn hier bitte gemacht? So. Jetzt mit Hu wird irgendeinen Baum auswählen. Und fertig. Genau, dann haben wir hier erstmal einen größeren Umschlagsplatz plus halt noch so ein bisschen Zwischenkapazität, wenn wir die nutzen wollen. Hallo? Achso. So, dann haben wir hier zwei fast gleiche Endstücke. Nur auf dem einen ist halt das Ding ein bisschen länger, auf dem anderen ein bisschen kürzer. Aber sonst ist ja... Okay, ich muss den Teil runtersetzen.
Ja, so ist es ja auch wieder in Ordnung. Das heißt also, wir haben hier Transportmöglichkeiten für alles in der Welt. Wir haben jetzt hier den Anschluss an die Autobahn. Das heißt, nicht mehr alle Fahrzeuge müssen hier runden auf den alten Anschluss. Später soll ja eh der neue Anschluss hier mit irgendwo drauf gehen oder irgendwie drauf gehen. Genau, hier sieht man das gerade beispielsweise ganz gut. Da fährt jetzt sogar schon einer heraus. Hier oben sollten natürlich am besten auch noch Züge hin. Ja, wie der hier. Der fährt nur in die falsche Richtung. Was denn die falsche Richtung ist? Auch falsch. Sondern in eine Richtung, die mir jetzt nicht unbedingt die liebste war, aber okay. So, dann können wir als eins der Alternativdinger... welches Haus hat... Du hast ja Probleme. Nicht genügend Rohstoffe. Aber wir haben doch mittlerweile echt genügend Müllberge. Das wird mir natürlich aus der Nähe nicht angezeigt. Da. Jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir oder das so machen, dass wir hinten auch mal so ein Plant hinsetzen. Wo einfach mal sagen, jo, Alter. Dann haben wir hier halt ein cooler Kraftwerk. Wollten wir nicht eh das Kraftwerk hier hinten irgendwie reinzimmern? Wie wäre es denn, wenn wir das dann endgültig mal hier oben oder so reinkloppen? Dann können wir hier doch einfach das dazu bauen. Weil das ist ja wirklich so ein Klopper. Also richtig Klopper. Weil derzeit ist ja nirgendwo für den wirklich Platz. Wenn man sich das mal anschaut, der blockiert ja hier immer irgendwie überall was. Dann da halt nicht mehr. So. Zack. Und du hast deinen Ausgang da. Komm, hier als Kraftwerk ist okay. Und was sagt der hier? 80 Megawatt macht der hier zusätzlich. Also, von schlechten Eltern ist das ganze Ding nicht. Oh, hier, guckt euch mal an, da passt der Zug auch gerade rein. Verbuck dich doch. Ja, vielleicht sollten wir hier dann auch gleich mehrspurig werden. So, das... da. Fährst rechts, der geht da. Du gehst links und du nach da. So, dann haben die Fahrzeuge hier erstmal das Ding so weit, dass die hier, also dass hier viele oder viel mehr raus können als vorher. Fraglich ist, wie viele das jetzt im Endeffekt nutzen werden. Weil jeder macht es ja irgendwie anders, ne? Der eine hier, der andere da. Der nächste sagt sich, pff, ja, was soll ich denn da? Und fährt dann schon wieder woanders lang. Industrial Yard. Was ist das hier für einer? So, der kann weg. Was haben wir hier noch? Ja, Parkplätze, ne? Unmengen an Parkplätzen und Parkhäusern. Parkplätze könnten wir beispielsweise mal hier unten verbauen. Dann kommen hier die Leute auch erstmal alle hin, um hier ja, vielleicht zu parken. Ja. Dann hier so vielleicht ein bisschen Grün nebenan. Und dann muss man halt mal weiterschauen, was hier wirklich funktioniert, was nicht. Wir machen 27.000 gerade. Das ist nicht von schlechten Eltern. So. Welcher funktioniert jetzt eigentlich von denen nicht? Ich glaube, der da war das, ne? Oder der? Der hier hatte derzeit nichts an
Anlieferung. Ja, und Großteil der LKWs fährt jetzt hier runter. Also das ist schon mal echt, echt viel, 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 viel besser als das, was wir vorher hatten. Vorher hatten wir ja dauerhaft eigentlich nur Probleme mit allen Teilen. Und da war es egal, ob das jetzt Part 1 oder Part 50 war. Da haben wir halt irgendwie ja, nur Probleme mit wirklich allem gehabt. Das war und ist, glaube ich, immer noch, glaube ich, eine der schlimmsten Erfahrungen, die man machen kann. Mit einem einfach alles negativ und du denkst dir so, oh, never, Alter. Niemals mehr. Ja. So, hier könnte man eine Ausfahrt reinbauen. Den verschieben wir einfach mal. Ach ja, wir trennen uns ja hier hinten schon wieder von dem. Oh, geil. Zack. Zack. Genau, dann haben wir den Abschnitt noch. Genau, der passt auch noch von der Höhe. So, das heißt, die Fahrzeuge müssten eigentlich nur noch eine neue Auffahrt bekommen. Die bekommen die dann hier mit. Also hier werden wir dann einmal so rumgehen. Das war denen das Ganze auch ermöglichen, irgendwie an dieser Ausfahrt teilzunehmen. Ah, komm, Speicher. Machen wir das hier einmal noch fertig. Was wir fertig haben, nervt halt später nicht mehr. Das ist halt wirklich eins der besseren Dinger. Und du kannst ja da auch noch. Ja, dann haben wir halt hier so ein bisschen die Ami-Style-Ausfahrt. Aber das macht dem Ganzen hier nichts. Es sieht ja halt alles immer noch gleich aus. Zack. Zurück. Passt. Und auf 9. Ups. Genau. Und so sehe das dann halt alles irgendwie
aus, wenn man fertig ist. Jetzt ist nur noch die Frage, baggen die sich die irgendwie hier alle lang oder sieht das alles gut aus? Das sieht doch super aus. Und jetzt haben wir hier das Gebiet angeschlossen. Wir sind glücklich. Damit ist dann auch die Folge hier zu Ende. Würde ich mal stark behaupten, und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann, eine wunderbare Zeit. Danke euch fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann und ciao.